Shenzhen signed a memorandum of understanding with Vienna on May 24th, establishing friendly exchange relations with the capital of Austria, which is widely regarded as the classical music capital of the world. Die zwei Städte liegen zwar 10.000 Kilometer auseinander, haben aber ähnliche Probleme. Es geht um die Klimaneutralität und es geht um die Frage, mit welchen Technologien man Antworten finden kann, klimaneutral zu werden. Da können zwei Städte, die groß sind, die wichtig sind, hier im Herzen von China, bei uns im Herzen von Europa, aber voneinander lernen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Expertinnen und Experten zusammenkommen, um sich hier auszutauschen und eine Projektliste zu erstellen, um das abzuarbeiten. The establishment of friendly exchange relations is expected to promote cooperation between Shenzhen and Vienna in areas such as trade and investment, life sciences, healthcare, environmental protection, startups, urban sustainable development, new energy, digital industries and creative industries. Ja, auf jeden Fall. Die Musik verbindet die Menschen und die Ausbildung dazu ist ja sehr wichtig. Wien hat hier entsprechende Institutionen, die offen sind, um Wiener Traditionsthemen im kulturellen Bereich auch zu vermitteln. Und da gibt es schon einen großen Austausch. Bin aber auch sicher, dass es im Sinne von Festivals auch gelingen wird, dass beide Städte im Sinne einer Partnerschaft jeweils unterschiedliche Schwerpunkte in der Partnerstadt setzen können. Auch an diesem Thema wird gearbeitet und auch hier möchte man doch einiges zeigen, was denn so die Stärken der einzelnen Städte darstellen. In another development, Hainan Airlines plans to resume direct flights from Shenzhen to Vienna, starting from May 29th. Ja, das ist ein erster Schritt, dass wir uns hier auch mit einer Direktverbindung kürzere Wege ermöglichen. Die kürzere Distanz damit wird sicher auch genutzt werden für intensiveren Austausch der Experten. Aber auch der Tourismus ist ja in Wien eine wichtige Branche und deshalb würde es uns natürlich freuen, wenn wir viele aus dieser schönen Stadt auch in Wien begrüßen können. Shenzhen, be your eyes.